Hallo, meine Freunde. Messer sammeln, immer noch ganz beliebt bei euch, bei mir übrigens auch. Muss langsam wird wird die Messerkiste immer voller. Ich habe mir dann erstmal beim Messerwühlen kräftig ins Fingerchen geschnitten. Naja, ist schon wieder vereilt. Nur weil ich reingefasst habe in die Kiste, gegraben habe. Ja, weil die Assistenz nichts vorbereitet hatte. Ich muss inzwischen auch selber die Messer rauswühlen, die ich reviewen will. Feine Sache, sag ich bloß. Man wird überall bloß verlassen vom Team. Ne? Team, sag ich bloß. So, was wollte ich überhaupt zeigen? Ja, es nervt. Zack, aus ist die Karre. Ja, das sind die Fans, die rufen an. Ich wollte euch mal kurz zeigen. Bei Amazon haben wir letztens das gekauft. Jetzt habe ich bei anderen Internet-Reviews gesehen, dass die Klinge ganz leicht rauskommt. Naja, ist natürlich klar, man muss es auch mal zerlegen. Die Schrauben sind so fest angezogen gewesen, dass die Messer nur sehr schwer rausgeflippt sind, sage ich jetzt mal. Na, Mann, ich versuche das jetzt mal so vorzuführen. Zack. So ungefähr muss das funktionieren. Zack. Ja, das hapert im Großen und Ganzen an der Schraube und ein bisschen an der Schraube. Das ist einfach zu fest. No? Also nicht gleich meckern, wenn ihr das Ding bei Amazon kauft. Ja, einfach ein bisschen mit dem kleinen Schraubendreher die Schrauben lösen und dann ist wieder alles einwandfrei. Weil Batman hat gar nicht so viel Zeit, da ewig dann rumzufummeln. Das muss zack, zack gehen. Oder hat er schnell mal 10 Euro weggeworfen. Aber für so einen Millionär ist das ja nicht weiter schlimm. Der hat da wahrscheinlich so einen Gürtel, da stecken dann 20 von diesen Dingern drin. Wenn er abends nach Hause fährt, sagt er: Alfred, bitte mal eine kleine Bestellung bei Amazon, gucke mal, ob es Rabatt gibt. Aber Premium-Versand über Nacht wird dann auch mit der Zeit ganz schön teuer. Oder aber er hat in der Unterwelt so einen kleinen Wurfzettel verteilt: Bitte die Messer wieder abgeben bei mir, zieht sie euch aus eurer Wunde, ihr bekommt dann dafür 5 Euro. Kleiner Scherz. Tschüss, Freunde.